Aber erstmal hier, diese paar Schienen hier fertig verlegen, bevor ich im Rucksack schaue, ob da noch ein paar sind. Aber wir kommen doch jetzt hier schön weiter. Also das freut mich sehr. Das freut mich wirklich außerordentlich sehr. So, der nächste Stack alle und dann hier noch ein Stack. Dann habe ich hier noch zwei Stacks, oder anderthalb Stacks im Inventar. So, wo sind wir jetzt? Ja, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Das Eisen, was wir insgesamt haben, gesammelt haben, das reicht auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr beruhigt, also wirklich sehr beruhigt. So, und dann hier, letzten Bein hier. Und dann sind wir auch schon sehr zufrieden. Auf jeden Fall. So. Aber ich freut mich auch sehr, hier mal endlich die Strecke mit Schienen zu sehen. Also davon habe ich lange Zeit konnte ich nur von träumen, hier die Schienen zu sehen. Wenn wir dann wirklich hier lang fahren. Dann wahrscheinlich im nächsten Part wird dann die Eröffnung sein. Sehr wahrscheinlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen würde. Und ja, habe ich noch im Rucksack was? Ein falscher Rucksack. Das ist der falsche Rucksack. Ja, ich habe hier so noch was. Dann könnten die Schienen doch schon reichen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Mal abwarten. Aber doch, eigentlich schon. Das wäre super. Dann habe ich noch ein bisschen Eisen auf Vorrat für irgendwas anderes, wenn ich mal irgendwie was mit Eisen machen möchte. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann wird am heutigen Tage noch die Strecke eröffnet. Also für mich am heutigen Tage, für euch dann wahrscheinlich dann im nächsten Part. Und dann sind wir auch schon sehr zufrieden damit. So. Man sieht den Schatten da. Ja, da ist die Sonne. Und da hinten geht es so auch schon hoch. Ja, die Schienen werden reichen. Wow. Zwar könnten wir jetzt schon eine Probefahrt machen, aber nö. Oh. Aber nö, ich hebe mir das wirklich für die Eröffnung auf. Eins könnten wir aber trotzdem machen. Und zwar etwas ausprobieren. Was genau, das werdet ihr dann gleich sehen, wenn wir angekommen sind. Ja, wir sind jetzt hier. Also, wir haben so noch ein paar Schienen dann auf Reserve. Hätte ich jetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte das jetzt überhaupt nicht gedacht. Dass die Schienen reichen werden. Die ich jetzt hier gekraftet haben. Aber, ja, soll mir recht sein. Das soll mir auf jeden Fall recht sein. Wir sind fast da, wir sind fast da. Wir sind schon am Land und gleich. Jeden Moment, Moment da. Jeden Moment. Yay, wir haben es geschafft. Und hier sind noch ein paar Striche. Die tue ich mal weg. Die tue ich mal weg. Dankeschön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber ich mach mal hier nochmal so und so. Macht nochmal so. Einmal möchte ich ja ausprobieren, ob die Züge überhaupt hier noch spawnen. Und des Weiteren brauche ich eine Lore. Ja, die brauche ich. Und fast zwei Stacks sind übrig geblieben. Die kann man ja immer mal gebrauchen. Genau. Dann warte ich jetzt mal kurz, bis hier ein Zug spawnt, weil ich eine Lore brauche. Der Zug fährt ja dann wieder zurück, ruhig. So. Einmal kurz warten. So, und ab den heutigen Tage spawnen auch übrigens alle Züge gleichzeitig. Das war ja in den letzten Parts ja noch nicht. So. Und zwar, was ich ausprobieren möchte. Da muss ich kurz warten, bis der Zug weiterfährt. Da muss ich jetzt eine Minute warten, weil der Zug ja eine Minute da anhält. Aber ich kann ja hier ruhig wieder den Hebel zurückstellen. Ist jetzt ja zurückgestellt. Ja, super. Okidoki. So, ist die Tür gelockt? Ja, die Tür ist gelockt. Super. Eigentlich könnte ich da noch ein Schild dran machen, betreten verboten, aber. Nö. Ich lasse es mal. So, dann mal kurz warten, bis der Zug weiterfährt, weil ich halt die Strecke wieder richtig machen möchte. So, müsste eigentlich gleich losfahren. Aber mir gefällt das hier jetzt, dass die Züge automatisch losfahren. Dass ein Spieler die nicht mehr aufhalten kann. Einen negativen Aspekt gibt es da zwar noch, also einen Nachteil gibt es da noch. Und zwar, wenn man einen Zug mitten auf der Strecke stehen bleibt, man kann den Zug dann nicht mal anschieben. Das ist das Problem. Das kann ich ja gleich. Ach stimmt, das wird ja gleich auch ein Problem, wenn ich das, was ich da habe, ausprobieren möchte.
Na gut, dann ist es halt so. Oh, ich probiere es einfach mal. Auf jeden Fall, wenn ein Zug stehen bleibt, man kann den nicht mal anschieben. Soweit ich weiß, oder gibt es da doch noch einen Trick? Naja, vielleicht mit Ducken. Vielleicht, wenn man sich duckt. Also nicht ducken, sondern schleichen. Aber ich wollte ausprobieren, ob man mit gleicher Geschwindigkeit da hochfahren kann. Nicht, dass bei Bergen trotzdem noch, dass man trotzdem noch Antriebsschienen braucht. Weil das habe ich nämlich nicht ausgetestet. Ja. Sorry für die kleine Pause eben. Aber jetzt geht es weiter. Ich wollte nämlich austesten, ob man da auch trotzdem noch hochfahren kann. Ah doch, man kann es trotzdem noch anschieben. So ist es ja jetzt so, die Schiene bleibt bei gleicher Geschwindigkeit. Und dann mal schauen, ob die auch hier hochfahren kann. Das wäre gar nicht gut, wenn die dann anhält. Aber doch, sieht gut aus. Okay, das erfreut mich sehr. Ja, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. So. Achso, die kann ja ruhig weiterfahren und. Ah. Man kann die zwar noch, man kann die langsam noch anschieben, aber nicht dolle. Aber ist so in Ordnung. Ist so in Ordnung. So. Ja, dann sind wir hiermit eigentlich jetzt soweit fertig. Ich werde nicht hier ein paar Fackeln hinsetzen, sondern mal was essen. Und sonst, ich würde noch mal ein paar Tiere gerne vermehren. Ja, das würde ich wirklich mal gerne nochmal machen. So wie zum Beispiel nochmal ein paar Hasen vermehren. Die Schafe, da werden wir auch bald beim Partykeller der Schafe auch mal weitermachen. Bald. So, offscreen habe ich auch nochmal die Hühner vermehrt. Hühner gibt es jetzt genug. Schweine könnte ich nochmal vermehren und Kühe auch. Sollte ich eigentlich hier noch ein bisschen Karotten, glaube, haben. Moment, Eier, Wolle. Karotten, nee, so viele habe ich auch nicht. Und Weizen auch nicht. Na gut, dann gehe ich kurz zum Feld und pflanze da was ab. So. Brauche ja nicht viel, sondern nur so ein bisschen. So, das dürfte reichen. Denke ich zumindest. Und dann hier die drei Dinger, da, die kommen mal dahin. Und nochmal ein paar Karotten. Für Hasen bzw. Schweine. So. Ja, Hase ist gut. Ey, komm schon. Schön. Nein, Hase, du bist da. Nee, du nicht. Du bist nicht im Gehege drin. Du nicht. So, 54 Karotten. Das ist sehr, sehr schön. Dann erstmal kurz zu den Schweinen gehen. Dann zu den Kühen und dann zu den Hasen. So, Schweine. Macht mal Schweini. So, hier einer nach den anderen. Im Ziehen bin ich heute aber auch nicht gut, würde ich sagen. Nee, nee, nee. Du da auch. Ich hier verstecken. Hast du schon hier, ihr da hinten, ihr habt ja noch nicht. So, Schlachten ist ja hier auf dem Bauernhof auch verboten, weil ich bin kein Freund des Schlachtens. So, ich denke mal, das sollte jetzt hindern. Ja, das sieht ganz gut aus. So, muss mal kurz was Supersonic schreiben. Da, bäh. Na gut, jetzt ist er eh wieder abwesend. Wollte ihn jetzt schreiben. Bitte beim nächsten Mal slash AFK verwenden. Aber okay, jetzt hat er es, denke ich mal, kapiert. So, dann hier 16 Weizen. Das sollte nur für die Kühe reichen. Die Schafe werden wir auch wieder vermehren, sobald der Partykeller fertig ist. So. Eine Kuh nach den anderen. Die macht Mu. So, ist da noch eine drinnen? Nein. Ist hier noch eine? Noch irgendwo eine? Ja, das war's jetzt.
Du hast schon. Und du, denke ich mal auch, ja. Ja, dann kriegt ihr Kleinen hier noch mal was. So. Na, auf zu den Hasen. Und dann im nächsten Part wird dann die Eröffnung sein der dritten Strecke. Es sei denn, ich werde schon ein bisschen eher die Aufnahmen starten, dann vielleicht im übernächsten Part, aber ich denke mal, ja, eigentlich macht das keinen Sinn, wenn ich ein bisschen warte. Dann halt im nächsten Part wird dann die Eröffnung sein. Freut euch schon mal drauf, ich freue mich sehr, endlich die Strecke da fahren. Und sind hier jetzt wirklich. Ach, da sind noch einige Hasen, die sind da in der Ecke. Warum sind hier die Hasen in der Ecke? So viele Hasen. Nee, nee, nee. So, dann. Das war's, denke ich mal. Und dann macht mal Liebe, Liebe, Liebe. Alle gemeinsam. Und du nicht? So, jetzt du auch. Der hat nicht. Tut mir leid. Ich würde dich auch gerne hier befreien, aber du bist da festgeglitscht in der Ecke. Tut mir leid. Ja, da kann ich auch nichts dafür. Tut mir wirklich sorry. Aber da kann ich jetzt auch nichts ändern. So, die restlichen Karotten, die kann ich ruhig mal kurz hier essen. So viel, wie ich Hunger habe und den Rest dann werde ich mal in die Truhe packen. So. Dann. Ja, ich könnte ja eigentlich auch mal die Schafe scheren. Damit wir auch mal die Wollekiste mal ein bisschen befüllen können. Ja, das machen wir mal. Das machen wir jetzt mal. So. Dann hier runter. Und auf zu den Schafen. Zwar geht die Sonne gleich unter, aber ja, ist ja nicht so schlimm. So, liebe Schafe, dann mal mir die Wolle her. Das ist ja hier ein öffentlicher Bauernhof. Die Truhen, die da im ersten Stock sind, die sind ja auch öffentlich, also die habe ich ja public gesetzt, also dass jeder darauf zugreifen kann, aber niemand die locken kann. Und ja. So. Dann kann ich ja jetzt, also sehen wir ja jetzt auch, wie viel Wolle man so ungefähr rauskriegt, wenn man hier alle Schafe scheren tut, weil der halt eine ganze Menge Schafe hier. Wirklich eine ganze Menge, also ob die Schere das aushalten wird, keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung habe ich. Gar keine Ahnung. So. Hier und da. Ich denke mal, es werden auch, also im Sekundentakt werden auch hier die Schafe immer wieder Wolle kriegen. Also es ist. Man kann hier wirklich eine Menge Wolle kriegen, also insgesamt. Was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Da unten geht es ja dann zum Partykeller der Schafe hin. So. Und du schon. Und was ist jetzt? Da liegt noch ein bisschen Wolle. Du hast hier noch ein bisschen Wolle. Und hier ist noch, sind noch einige Schafe mit Wolle. Zwar ist es jetzt ein bisschen dunkel. Ich werde vielleicht auch mal eines Tages hier mal ein bisschen mit Glowstone mal den Boden ausleuchten, damit hier keine Mobs dazwischen drin immer spawnen. So, dann hier. Naja, die haben wir wahrscheinlich auch schon geschert, aber haben halt wieder Wolle bekommen. So, hier noch und da noch. Da liegt auch noch ein bisschen Wolle auf dem Boden. Und hier noch. Also man kann wirklich hier eine ganze Menge Wolle kriegen. Ja, weil die Schafe, die kriegen immer wieder Wolle. Also da kann man wirklich hin und her laufen. Man kommt nicht hinterher bei den Schafen. Aber ist das so, soll es ja sein. Es gibt wahrscheinlich viele, viele Leute, die irgendwann mal viel Wolle brauchen und dafür ist es ja auch da. Ich hatte ja schon lange überlegt, so einen Art Bauernhof zu machen oder eine Tierfarm oder so. Und ja. Jetzt ist es soweit. So, wie viel Wolle? Oh, 3,5 Stacks Wolle. Also da kann man wirklich eine ganze Menge machen. Wenn man bedenkt, dieses kleine Schafgehege, was ich bei mir in Long Hills habe, das ist schon ein großer Unterschied. Ein sehr, sehr großer Unterschied. Da sind Eier und da ist Wolle. Wolle, nicht Bruchstein. So. Ich mal hier rein, falls wer schon Wolle braucht. Und Hälfte der Schere ist verbraucht worden. Die tue ich auch mal hier rein, falls wer keine Schere gerade parat hat. Dann schaue ich jetzt auch nochmal zu den Hühnern, ob die nochmal ein paar Eier gelegt haben. Ihr braucht mehr Eier! So. Ja, die haben ja ein paar Eier gelegt. Will ich auch mal die Eierkiste mal so ein bisschen befüllen. Wir sind halt hier der Herr im Hause. Die haben ja die Aufsicht sozusagen.
Und darum müssen wir uns auch um unsere Tiere hier kümmern. Und die anderen, das sind halt die Gäste, die hier immer ein bisschen abfarmen und so. So, dann nehmen wir 5 Eier hier rein. So. Ja, dann die Schienen. Ich habe hier noch ein paar Schienen. Ich werde erstmal zurück nach Long Hills. Ich werde aber trotzdem noch hier meinen Homepunkt mal kurz setzen. Und ich halt hier schnell wieder hinkomme. So, dann Long Hills. Long Hills ist dort. Dort ist Long Hills. Ach ja, der Name Long Hills gibt es ja auch schon seit einer Ewigkeit. Oh ja, dieser La Name Long Hills war ja schon damals auf meinem allerersten Server. Die Welt, die ich mal, glaube, wann war das? Glaube, im 100er Special gezeigt habe. Nee, im 100. Nee, Moment, wann habe ich. Nee, doch, im 100er Special war das, glaube ich. Ja, doch, 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 doch. Stimmt. So, die Öfen sind jetzt auch schon durchgebrannt. Das ist perfekt. Dann kann ich die ruhig mal abbauen. Das Eisen, was da drin ist, das kriege ich auch gleich ins Inventar. Die Eimer auch. Ja, da habe ich wirklich eine Menge Eisen jetzt wieder. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So. Kann ich das hier erstmal hier alles in die Truhe packen? So, tue ich mal hier hinten hin, damit ich hier diese 2 Stacks mal einfach mal so da rein tun kann. Und so. Ja, dann die restlichen Schienen, die tue ich mal da hinten hin, aber erstmal hier die paar Öfen hier ablegen. Und Schienen, Schienen, Schienen. Dort sind Schienen. Ja. Habe ich sonst noch irgendwas hier im Rucksack? Nein, hier habe ich nur diese Gleiter. Ja, dann habe ich auch mal wieder einen Rucksack leer. Denk mal, die anderen Rucksäcke werde ich jetzt auch mal entleeren. Also das werde ich dann offscreen machen. Hier zum Beispiel dieser Rucksack, weil ich brauche die ja jetzt nicht mehr. Meine Offscreen-Bauprojekte, also ich nenne es mal Offscreen-Bauprojekte, sind ja jetzt alle fertig. Das hat, die Rucksäcke hatte ich ja immer dann für die dritte Strecke mal so bereitgehalten, sage ich mal. Dann werde ich jetzt in die Aufnahmepause gehen, werde auch gleich die Rucksäcke leeren und ich werde auch anschließend, wenn ich dazu noch dann Zeit habe, die Truhe am Bahnhof, am Spawn dort, am Spawn-Bahnhof dann auch mal entleeren, weil da sind ja auch noch einige Sachen drin. Also ich kann ja mal kurz nochmal schauen, gleich Spawn. Hier am Bahnhof. Bahnhof ist dort. Und zwar hier diese Weintruhen. Da habe ich ja noch so viel Stein. Vielleicht werde ich auch eine zweite Steinkiste machen müssen. Und Erde habe ich dann noch drin und noch anderes Zeugs. Aber das. Und weiteres dann im nächsten Part. Also, naja, die Truhen entleeren, das wird dann im nächsten Part dann schon fertig sein, denke ich mal. Und auch im nächsten Part wird die Eröffnung der dritten Strecke sein. Freut euch drauf. Dann viel Spaß euch noch. Und bye bye.